Hi liebe Zuschauer, ihr seid bei Wilhelmshaven Vlogs. Heute zeige ich euch die Stadt Varel. Viel Spaß mit dem Video. Heute wieder fast den Zug verpassen, gar keinen Bock. Als der gerade eben gesagt, haben wir beim Aussteigen auf die Höhe der Bahnsteigkante achten sollen, obwohl hier der Bahnsteig gleich hoch ist wie jetzt hier der Zugeinstieg. Das verstehe ich überhaupt nicht. In den Jahren 1965 bis 1967 errichtete man an der Bürgermeister Heidenreichstraße die noch neue katholische Pfarrkirche St. Bonifatius, nachdem die alte Kirche, die da hinten irgendwo zu klein wurde für den hier starken Zuwuchs neuerer Katholiken. Wegen dieser alte Kirche da hinten wurde im Jahr 1885 im neugotischen Baustil gebaut. Und in denselben Jahren, wo die neue Kirche hier gebaut wurde, zum Pfarrheim umgebaut. Also, und das da, das war früher mal eine Feuerwache gewesen. Deswegen ist da auch dieser Turm mit den Fenstern oben drin. Also, wo ich dachte früher auch mal, das wäre ja so ein Kirchturm, ist aber nicht. Für moderne Kirchen definitiv eine schönere. Also, da sieht man ja mal, was moderne Kirchen alles so können, tatsächlich, wenn sie genug Geld haben. Hier ist dieser Taufstein, ne? Nein, naja. Auch der Taufbeckendeckel, der ist mega gut gestaltet irgendwie. Ja, schade, dass hier eigentlich gar keine Bilder sind, aber die Fenster gefallen mir ja sehr gut. Das ist ja auch bei Kirchen eigentlich immer so, dass mir die Fenster relativ gut gefallen, wenn sie bemalt sind. Hier in der Fußgängerzone ist besonders genauso wenig los wie jetzt hier in Wilhelmshaven in der Marktstraße, wenn die Läden zu haben und nicht gerade Touristenhochsaison ist. Aber normalerweise wäre jetzt ja Touristenhochsaison, ist aber gar nicht, weil Ostern ja jetzt vorbei ist. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das hier in den Sommerferien dann entwickelt. Und auch hier zeigt man, was eine Fußgängerzone ausmacht. Also hier so ein Gang, so autofrei mit schönen Häusern hier, die zwar nicht mehr alle sehr alt und im Grundbestand erhalten sind, aber die hat man wenigstens ein bisschen Mühe gemacht, die noch alt aussehen zu lassen, als man die neu gebaut hat davor. Und das war wohl eher mal ein Bauernhaus gewesen, ja, aber hier heute Fahre, weil übrigens ja, hier kommen wir später zu, muss ja jetzt nicht sein. Ist auch ein bisschen kalt, ne? Ich meine, wenn der Wind nicht wäre, dann wäre das so extrem warm, aber naja, der Wind ist einfach auch da. Wind ist einfach da, um da zu sein, kann man so sagen. Die evangelische Schlosskirche wurde im Mittelalter gebaut. Sie besteht aus Granitfindling. Dieser Turm hier vorne, der erinnert noch daran, dass das hier mal eine Schlosskirche war. Aber welche Kirche hat sonst solche mächtigen Türme? Ich bin mal gespannt, wie das Vareler Schloss später mal aussieht. Und hier links von mir befindet sich das Amtsgericht von Varel. Das ist auch ein typisches Gebäude aus dem Mittelalter mit solchen Verzierungen und so weiter und so fort. Auch im Inneren der Kirche erkennt man ganz klar an dem Prunk von dieser Kirche, dass es mal eine Schlosskirche war. Also, ja, Leute, hier, guck mal, die Kanzel, geschaffen von Ludwig Münstermann, der hat ja hier so einige Werke geschaffen in dieser Kirche, unter anderem auch das Altarbild, das richtig schön aussieht, so ein bisschen, so mehrstöckig halt irgendwie, ne? Ja. Das sind halt alles Werke von Ludwig Münstermann, die diese Kirche so besonders machen.
Ja, also eine Orgel gibt es hier scheinbar nicht, sehe ich gerade, oder? Ja, oder die ist zurzeit abgebaut und weil sie bei hier Alfred Führer repariert werden muss. Aber ja, ich weiß es ja halt nicht, ne? Ja, aber ich gehe mal davon aus, die normal welche normale Orgel haben oder so. Richtig schicke Kirche hier. Ah, da bei den Seiteneingang, wo ich gerade eben reingekommen bin, ist die Orgel. Voll geil. Da gibt es auch noch so ein Raum oder sowas, so eine Sakristei wahrscheinlich oder sowas. Oder so einen separaten Betraum, Beichtstuhl, gibt es ja in evangelischen Kirchen gar nicht. Bis jetzt muss ich sagen, dass mir Farel doch relativ gut gefällt eigentlich. Ja, Leute, ne, aber ich meine, wenn hier wenig Menschen sind, wenn es ja klar ist, wo keine Touristen hoch sind, aber das ist mir auch egal, weil ich bin, wenn nämlich, also ich mag das nämlich nicht so, wo in Menschenmengen ich bin, wenn nämlich lieber da, wo jetzt ja immer wenig Menschen sind. Also ich suche jetzt gerade diese Mühle auf hier. Ich gucke gerade auf Google Maps, wo die ist, aber ich muss anscheinend da lang oder so. Aber so, ich frage gleich mal. Da hinten ist übrigens die Papierfabrik, also die Kartonfabrik, wie gesagt, man ja hier von Farel. Die brennt auch öfter. Das sieht man, wenn man jetzt einmal zum richtigen Zeitpunkt am Südstrand in Wilhelmshaven ist, da sieht man perfekt, dass die auch ab und zu mal brennt. Ja. Aber ich bin mal gespannt, wie es sich jetzt hier noch entwickelt. Aber Farel ist ja doch ein schöner Ort. Ja, also im Mittelalter war Farel sogar Sitz einer Herrlichkeit gewesen. Es war nämlich so, dass hier das Farel quasi hier eigene Grafen hatte. Ja, zum Beispiel die letzten Grafen, die hier waren hier Gustav Adolf von Aldenburg-Bentinck, der danach zur Burg Schnieffhausen in Wilhelmshaven gewechselt ist. Boah, das sieht aus, würde es da brennen, aber das ist einfach was ganz normaler Rauch, der da aus den Schornsteinen aufsteigt. Und dann reden wir vom Umweltschutz und dann kommen die mit sowas um die Ecke. Ich dachte gerade wirklich, das brennt, weil da zieht wirklich eine dicke Rauchschwade auf. Ich meine, ja gut, wenn es jetzt wahrscheinlich hier brennt, dann wird da hier noch hier dick schwärzer. Aber hier, ich sag, aber jetzt mal Wolke hier rauskommen. Tut sie aber nicht. Hier scheint auch irgendwie voll das Industriegebiet zu sein hier, ne? Aber, naja. Denk mal, dass man da jetzt gleich langkommt, Richtung Mühle oder so. Wenn ich gleich mal Leute sehe, dann spreche ich die mal sofort an, wo es da rangeht. Boah, ich bin überhaupt kein Fan von solchen Automaten. Andere haben da ihre Drecksfinger dran, da gehen da auch noch wieder andere Leute, wenn ich mir Zigaretten kaufen würde, dann doch lieber im Laden, weil es kann ja auch sein, dass die da schon hier verwittert sind und so. Und ja, dementsprechend auch nicht mehr sehr gut schmecken. Aber ja, naja, Leute, ist dann halt so, wenn manche Leute das gerne mögen. Die Fahreler Windmühle wurde 1847 von hier Gustav Adolf Bentinck, dem letzten Grafen von Farel, errichtet. Ja, also das ist ein dreistöckiger Galeriehalle, denn da quasi, ja, und ist heute wieder im Mühlenmuseum, in dem ich hoffentlich filmen darf. Und ja, ich sehe gerade, das Flügelrad dreht sich gerade. Ich sehe sowas zum ersten Mal übrigens in Action, also zum ersten Mal für ein Video in Action, ja. Aber naja, Leute, das ist irgendwie hier echt cool, ne? Ich meine, es ist leichter Wind, ne? Und es dreht sich trotzdem. Ich meine, man kann das ja auch feststellen, wenn man nicht will, dass es nicht dreht. Aber heute dreht sich scheinbar. Nehmen wir mal gucken, was da so los ist, warum sich das dreht. Aber ist cool, sowas mal zu sehen. Nee, ganz ehrlich, da sind auch so Segelplan dran, könnte man was sagen, damit die sich besser bewegen. Also, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sie sich dann besser bewegen. Weshalb da also Segelplan dran sind, obwohl an den anderen sind sie nicht. Und ja, auch hier
Das ist auch der Grund, weshalb die durchlässigste. Denn da wir sie dann auch den Grund, dass der Wind da sonst gegendrückt und dass sie sonst keinen Schwung haben, sich zu drehen. Schau mal, Leute, das hier ist die Innenausstattung von dieser Mühle. Cool, oder? Vor allem so schön alt hier. Ja, das waren halt alles früher diese Mahlgeräte gewesen. Und ja, da wurde dann halt das, was gemahlen wurde, je nachdem, was gerade gemahlen wurde, hier aufbewahrt quasi. Das hier ist ein Zugseil, was auch immer dieses Zugseil für eine Bedeutung hat. Ach, da hängt so ein YouTube-Beutel dran, dann sehe ich gerade. Ich denke mal, dass man an dem Beutel damit immer hochgezogen hat, wenn hier mal was gemahlen wurde, dass es dann da reingekommen ist. Aber so schön alt alles. Krass. Aber Leute, was auch schon feststeht, weil die Treppen hier sind sehr steil, seht ihr ja, ne? Ihr müsst sehr gutes Klettervermögen und vor allem keine Höhenangst haben, wenn ihr hier hoch wollt. Weil, vor allem, schaut mal an, wie steil diese Treppe hier ist, den ersten Stock führt und dann ja geht's hier weiter hoch mit dieser noch steileren Treppe, die gefühlt noch steiler wirkt. Aber ich habe ja keine Höhenangst. Wieso hängt hier im zweiten Stock von der Mühle ein Schwimmring? Wie gesagt, ich kann es nicht erklären, was hier alle Gerätschaften einzeln sind. Ja. Aber das war wohl, denke ich mal, eine Waage gewesen, weil eine Uhr scheint das nicht gewesen zu sein. Weil hier hängt so ein Ding dran, hier hängt nämlich so ein Ding dran. So eine Art Fass könnte man fast sagen. Ja, und da wurde quasi mal gemessen, wie viel Kilo man malen musste, damit man das auch wusste. Oh, hier so richtig Schaufeln, hier so Kübel, wo man den gemahlenen Brotteig immer reingetan hat und so. Oh, da wurde ja nicht nur Brot, sondern auch Getreide gemahlen. Zu Korn und Mehl natürlich. Also es lohnt sich mal so eine Windmühle von innen zu sehen. So, wo geht's jetzt weiter? So sahen früher mal Waschmaschinen aus. Die musste man nur auch von Hand reiben. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man heute mal so elektrische Waschmaschinen sieht. Wie komfortabel das heutzutage eigentlich ist. Ja, damals war es ja auch mit der Technik noch gar nicht so ausgereift. Diese Mühle wurde übrigens jetzt einmal mal hier technisch, ich sag, ist hier 1919 hier einen Fortschritt gebracht, sag ich mal so. Und das hier, das könnt ihr euch so vorstellen, wie war so einem Fahrrad, ne, müsst ihr euch das vorstellen. Hier, also hier war so ein großes Rad, das hatte man das kleine Rad, hier hat dann über diese Kette, ja, und hier über diese Speiche das große Rad angetrieben. Und ja, das war hier mal so, das war mal war so eine Brech- und Rupfmaschine, das heißt, wenn man halt irgendwie so, ich sag's mal, weil ein Stück Brot oder so gebrochen werden musste, dann fand das hier statt, an dieser Dingens. Oh Gott. Wow. Mal so haben die übrigens früher gearbeitet, Leute. Das war alles noch originell handgemacht hier. Und auf der letzten Etage der Mühle findet sich nichts Besonderes mehr, ja, um ehrlich zu sein. Nur hier ist halt noch der älteste erhaltene Mahltisch Deutschlands. Und ja, der ist auch im Grundbestand noch ursprünglich erhalten. Ich weiß gar nicht, ob der noch im Grundbestand erhalten ist, aber ich denke mal schon. Und jetzt gehe ich hier noch weiter hoch, denn wenn man da hoch geht, da kommt man auf so ein Rondell, wo man eine richtig gute Aussicht hat. Hier sind so komische Ketten vor, was auch immer. Ah, das. Wow, Leute! Alter, was ist das denn für eine Aussicht hier? Oh, krass, ey! Wow, das hätte ich ja niemals erwartet hier. Ich stehe auch hier genau unter bei dem Mühlrad. Das heißt, wenn was ich hier drehen würde, ich würde erschlagen werden einfach. Oh, das ist ja interessant hier, Leute.
der Herr an der Kasse in der Mühle hat mir gerade eben gesagt, ach, dass hier auf dem Gelände noch eine landwirtschaftliche Ausstellung ist. Und ja, da gehe ich jetzt mal rein. In dieser Scheune steht halt alles, was früher zur Landwirtschaft benutzt wurde. Oh, hier steht auch noch ein komplett altes Auto. Und so sahen früher Landwirtschaftsfahrzeuge aus. Die wurden nämlich mit Dampf betrieben, mit Dampf betrieben, ja, oder wie, müsst ihr euch vorstellen, so wie Thomas die Lokomotive, so wie ja, das betrieben wurde. Ich muss jetzt hier meinen Mundschutz aufsetzen, sehe ich gerade. Sehr gut, mache ich das mal. Rein. Ist ein bisschen schwierig mit Brille jetzt. Ach, ja. Es hat noch ganz, ganz viel Industriezeug hier. Aber interessant, ne? Sowas mal zu sehen, wie das auch früher mit der Landwirtschaft ging, weil hier in Farel waren nämlich früher ganz, ganz viel Landwirtschaft. Ja, und das war quasi mal auch so ein Bauernhof vorhanden gewesen. Wir sind hier noch so ein komplett uralter Herd mit uralten Backofen. Funktioniert der Backofen eigentlich noch? Wow, Leute, das nenne ich mal uralte Industrie hier. Hier steht noch ein komplett alter Fernseher. Ich glaube, das müsste so aus 1930er Jahren sein. Und ja, von der Marke Olympia, die kennt man ja heutzutage nicht mehr. Also das ist quasi die Bedienungsanleitung, weil damals gab es ja noch keine Fernbedienung, dementsprechend musste man ja auch mal aufstehen, wenn man umschalten wollte. Oh, hier geil. Oh, hier stehen sogar noch uralte Schreibmaschinen. Das kennt man ja von heutzutage gar nicht mehr. Von heutzutage schreibt man ja mit Computern, aber als es noch keine Computer gab, gab es ja halt Schreibmaschinen, weil die Zeitungen mussten ja zum Beispiel auch irgendwie hier jetzt einmal ihre Sachen drucken und so. Wie alt sind denn hier die Autos schon? Von 1924 und einer von 1919, der grüne. Und die fahren noch? Ja. Was? Ja. Also könnte man die jetzt jederzeit starten, wenn man die wieder fahren will. Ich komme jetzt gerade aus der Mühle raus, die von außen hier unscheinbar wirkt. Aber Leute, wenn ihr mal hier seid, ihr müsst da rein, sowohl in die Mühle als auch hier, also hinter bei der Mühle in das Landwirtschaftsmuseum. Ist übrigens beides kostenlos. Die Mühle hat nicht immer auf. Und ja, dementsprechend müsst ihr halt auch mal im Internet gucken, ob da mal Veranstaltungen sind. Aber Leute, das war echt toll und die Mühle hat mich echt überrascht. Und gerade hinten noch hier die Landwirtschaftsausstellung, die hat es mir nochmal so richtig gegeben und so. Ja, und auch vielen Dank nochmal an den Herrn da unten an der Kasse in der Mühle, der mir so spontan erlaubt hat, da zu filmen. Ja. Ja, ich meine, der freut sich ja auch, wenn so Mühlen bekannter gemacht wird. Ja, finde ich richtig cool irgendwie. Ist auch mein Highlight hier in Farel gewesen heute, bis jetzt, sag ich mal so. Ich will jetzt gleich in was essen gehen und ich habe auch gerade schon was gesehen, als ich zum Mühle gegangen bin, wo man gut essen könnte. Vielleicht gibt's da Pizza oder so oder schaue ich mal. Hier ist nochmal die Schlosskirche, dessen Gottesdienst jetzt gerade zu Ende ist. Und ja, da vorne, da gucke ich mal, was da so gibt. Weil, ja. Weil hier scheint ja der Marktplatz zu sein. Ich habe einfach mal so ein Klettergerüst aufgebaut. Ich bin ja früher immer so gerne auf so Klettergerüste geklettert. Ah, das ist ja auch mal schön, wenn die Glocken läuten. Sowas liebe ich, ja. Aber das kann man so richtig genießen irgendwie.
Ich dachte gerade tatsächlich, hier gäbe es Pizza oder so, aber nein, das gibt's hier halt nicht, weil das ist eine Raucherkneipe und da gibt's nur Suppen und so. Aber man hat mir empfohlen, dass es da um eine Ecke angeblich irgendwo, wo ich eine Pizzeria geben soll, die schon auf hat. Aber ich bin auch echt so der Fan von Raucherkneipen. Es hat gestunken ohne Ende. Ich verstehe auch nicht, wie man drin rauchen kann. So, die machen jetzt gleich auf und da warte ich erstmal drauf, ne? Dazu noch schön das Lied Boulevard of Broken Dreams hören hier im Radio. Geiles Ding einfach. Where shadows are the... Also ich finde das Lied Boulevard of Broken Dreams ist ja ein der schönsten Lieder, das es überhaupt gibt, sag ich mal so. Ich war jetzt gerade da vorne bei dem Imbiss Pizza essen und ja, das kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen, Leute. Denn die Pizza, die ich hatte, es war eine Hawaii-Pizza, die schmeckt so übelst geil. Hey Mann, die sättigt auch richtig gut. Also Leute, empfehle ich euch definitiv 10 Sterne von mir. Und das hier ist das Fahrräder Rathaus. Keine Ahnung, warum das so aussieht. Ich dachte immer, das wäre so ein älteres Rathaus, aber ja, ist dann halt so, wo wenn das jetzt zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde und dann hier neu gebaut wurde, ganz neu gebaut wurde, ist natürlich auch klar. Und ja, da drüben ist gerade eine Tankstelle und das trifft sich nämlich sehr gut, weil ich wollte mir jetzt auf jeden Fall hier noch was zu trinken holen oder so. So, nachdem ich mich jetzt hier 4 Stunden lang ausgiebig in Fahrrad rumgetrieben habe, mache ich mich jetzt wieder auf den Weg zum Bahnhof und ja, nehme dann den nächsten möglichen Zug nach Wilhelmshaven dann. Ich hoffe, da hat gar keine Verspätung, weil wenn ja, dann raste ich aber aus. Muss auf jeden Fall. Aber ja, naja Leute, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hier muss ich mal ehrlich sagen. Ich meine ja, gut fahre ist ja eine Stadt, ne? Immerhin, aber ja, ein bisschen kleiner als Wilhelmshaven schon. Wo muss man mal ehrlich sein? Hier ist ja auch der Landkreis Friesland, ne? Und dementsprechend, ja, ist hier auch, ja, Wilhelmshaven ist ja eine kreisfreie Stadt, ne? Hat und dementsprechend fahre natürlich nicht, aber ja, hat ja trotzdem richtig viel Spaß gemacht hier, muss ich mal ehrlich sagen. Ich hoffe, dass ich gleich irgendwo mal noch eine öffentliche Toilette finde, weil ich müsste nämlich mal, weiß gar nicht, am Bahnhof könnte vielleicht eine öffentliche Toilette für 50 Cent sein. Das war's vom Vlog, Leute. Lasst ein Like da, wenn euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr aus Wilhelmshaven und der Region sehen wollt. Und vergesst nicht, die Glocke zu läuten, um nichts mehr zu verpassen. Tschüss!